Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Turmoil. Und weiter geht's mit der Kampagne. Da haben wir erst vor kurzem ein neues Gebiet freigeschaltet, nämlich die Ebenen. Und dort soll es Öl geben. Und die erklären das jetzt hier scheinbar. Wir haben uns das alles schon in der letzten Folge am Ende einmal durchgelesen. Es wird nicht unter 95 Cent fallen, das ist sehr schön. Okay, wir haben auch nur noch 8000, also wir werden da nicht weiter viel was machen können. Wir haben in der letzten Folge auch einen Diamanten gefunden und haben diesen einen Manda gegeben, keine Ahnung, hab den Namen vergessen. Der hat uns dann einen scheinbar sehr guten Platz gezeigt für Öl. Und wir werden mal herausfinden, ob das wahr ist und ob wir jetzt Tonnen von Geld bekommen können. So. Ich wollte den Scanner nehmen. Wieder 5 Pferde. Und links schalten wir den Preis hoch. Das wird immer auf 95 Cent bleiben. Also ein wirklich wunderbarer Preis. So, direkt Öl gefunden. Vermute mal, ist ganz dicht. Ja, ganz dicht unter der Oberfläche. Ich glaube, ich schicke auch gleich 2 weitere raus. Und so. Nochmal ganz kurz warten, dann können wir das auch hier verbessern. So, sehr schön. Okay. Hier bauen wir erstmal eine neue. Können wir noch abzweigen, aber warten wir noch kurz. Der Preis ist schön auf 1,03 Dollar gestiegen. Oh. Das war sehr knapp. Wir müssen die direkt verbessern, sobald wir das Geld dazu haben. Okay. So, und dann bauen wir da runter, setzen direkt wieder 2 hin. Bisher waren es relativ kleine Vorkommen. Ein Ölvorkommen ist sogar schon wieder leer. Aber hier muss eigentlich noch ziemlich garantiert noch mehr Öl geben. Ui. Ah, ich glaube, ich gehe von hier weiter. Müsste ja irgendwo hier unten sein. Oh. Da bohren wir eben durch Felsen durch. Und genau dort war der Felsen auch zu Ende, also starke Leistung. Ich glaube, ich verbinde das sogar. Dann brauchen wir auf der anderen Seite keinen Bohrer kaufen. Und das hier ist ein großes Ölvorkommen. Da verbessern wir dann nochmal das Rohr. Setz nochmal 2 hin. Wir können auch allgemein jetzt eine Menge Maulwürfel bei hinsetzen. Die werden dann garantiert auch eine Menge Öl finden. Vielleicht auch schon Gas. Da haben wir schon was. Oh, wir haben Gas gefunden. Okay. Wir haben leider noch nicht die Verbindung zu Left Ink, Right Ink. Also bringt uns dann relativ wenig, aber immerhin können wir die schon sehen. Und soweit ich weiß, kriegt man auch einen Bonus, wenn man die alle, also die, oh, die Ölvorkommen alle, die Gasvorkommen alle auch leert. Wir haben gerade einen Diamanten gefunden, was sehr schön ist. Okay, da gibt es überall Öl. Ich glaube, ich mache hier sogar eine weitere. Verbinde ich auch mal damit. Dann machen wir das so. Und hier verbessern wir auch nochmal und holen uns die maximale Menge an Pferden. Dann drehen wir hier schön hoch. So, dann machen wir das, das. Wir brauchen ganz viele Upgrades, weil es so viel Öl im Boden gibt. Und ich würde sagen, hier verbessern wir auch nochmal.
Auf der rechten Seite muss dringend mal. Okay, ich glaube, ich muss das zumachen. Die sind ein bisschen überfordert. Ich höre nämlich auch sehr viel Öl gerade. Wir müssen dann ein bisschen warten. Auch wenn es hier rechts natürlich ein sehr großes Ölvorkommen ist. Ich setze mal einen hin. Also es wird wahrscheinlich noch ein kleines bisschen was geben. Ich frage mich, was passiert, wenn man das hier miteinander verbindet. Ich habe irgendwie mal gelesen, dass das dann beschleunigt wird, aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Fall ist. Achtung. Oh ja, auf jeden Fall. Das beschleunigt das ganz schön stark. Hier unten ist noch Öl. Okay. Könnten wir dann auch ganz knapp versuchen, mal damit zu verbinden. Wenn die jetzt schon ziemlich stark überfordert sind. Ja. Das können wir auch mal verbessern. Es kommt sehr viel Öl raus. Setzen wir noch einen hin. Der kann da auch noch mal suchen. Wir sind fast die ganze Zeit am Verkaufen, aber wir müssen trotzdem eine Ölbohrplattform schließen, damit wir die noch genügend versorgen können. Kann ich das vielleicht hierhin verbinden, weil der andere Weg ist ziemlich lang. Da ist nochmal Gas. Unten links. Der hat nochmal was gefunden. Schicken wir mal ein paar Maulwürfe hin. Oh, wir können ja im Grunde gerade das Gas nicht benutzen, um quasi die Preise hochzutreiben. Dafür können wir es aber eben nutzen, um das Öl schneller aus dem Boden herauszudrücken. Und da haben wir was. Ich weiß nicht, ob das Gas oder Öl ist. Das sieht, glaube ich, nach Öl aus. So, jetzt können wir rechts wieder aufmachen. Das müssen wir auf jeden Fall verbessern. 1. Juli schon. Und da haben wir was gefunden. Dann verbessern wir das mal. Verbessern wir das auch mal. So. Und die muss ich direkt wieder schließen. Sonst kommen die nicht hinterher. Ja, es ist das blanke Chaos. Komm schon, holt euch das Öl. Sehr schön. Oh, da unten ist nochmal Öl. Also wir finden hier wirklich Unmengen an Öl. Ich glaube, ich setze noch einen hin. Wir sind so ganz knapp daran vorbeigekommen, an den Strafen, Ölaustrittsstrafen. Schon Leute, holt euch das Öl. Schnell, schnell. Ich brauche auf jeden Fall das Upgrade für schnellere Pferde. Jetzt, wo wir hier so richtig gute Böden wieder haben, da ist es einfach nötig. So, wie tief geht das noch? Wie tief geht das noch? Wie tief geht das noch? Der hat immer noch was gefunden. Ich weiß nur nicht wo. Schicken wir mal 2 Maulwürfe hier runter und nochmal 2 Wünschelroutengänger. Ich meine, langsam wird es mit der Zeit auch wirklich knapp. So. Das müsste ja irgendwo direkt da drunter sein. Oh, hä? Hier war eben ein Wünschelroutengänger, der ist jetzt einfach weg. Okay, das ist merkwürdig. Aber gut. Und wir haben nur noch dieses eine Ölvorkommen. Scheinbar. Also, ja, verbessern wir einfach mal. Ich weiß nicht, ob die noch was finden. Keine Ahnung. Gehen auf jeden Fall mal näher an den Rand, ich glaube nicht. War auf jeden Fall ein sehr guter Boden. Ich meine,
haben jetzt hier 55.000 schon rausgeholt. Nee, es gibt nichts mehr. Es gibt nichts mehr, gut. Der links ist schon weg, dann wird der rechts auch gleich weggehen. Vielleicht gibt es hier unten noch was. Machen wir mal so. Nein, da gibt es nichts, also. Gut, dann machen wir die Verpachtung rückgängig und halten das Level an. Ja, wir haben wirklich alles gefunden. Wir haben wirklich gigantische Mengen an Geld bekommen. Also fast 60.000. Hätte ich den Scan am Ende nicht gemacht, wahrscheinlich 60.000. Jetzt gibt es auch 4 Boni. Nämlich, wenn man das gesamte Gas fördert. Da haben wir unsere Grafikeinnahmen. Etwa 1,01 pro Fass, das ist ziemlich gut. Wir haben übrigens nur links verkauft, rechts gar nicht. Es könnte sein, dass kurzzeitig der Preis rechts sogar besser war. Aber da habe ich quasi gar nicht drauf geachtet. Wir hatten sehr viel zu tun mit den ganzen Rohren. So, unsere Ausgaben, ja, die meisten waren Rohre, danach Wagen. Und ein Screenshot, das waren wirklich gigantische Ölvorkommen. Und wir haben die ganz sicher jetzt alle fertig gemacht. Also, ja. Oh mein Gott. Fast das Sechsfache, könnte man sagen, von Blanche. Und die anderen beiden sind nochmal die Hälfte davon. Also, 12-fache quasi. Ich würde sagen, wir sind ein bisschen reich. Ja. Wir haben ja jetzt einen Diamanten. Wir können den theoretisch ja direkt wiedergeben. Aber in der Gegend quasi, wo guten Ländereien sind, da wird es wahrscheinlich immer noch weitere gute Länder geben. Das heißt, ich werde es einfach aufbewahren, wenn wir keine guten mehr finden. Und natürlich, die kämpfen jetzt hier überall darum. Ich würde sagen, wir gehen dahin. Gut, dann gehen wir dahin. Das könnte noch eine Weile dauern. Gehen wir dahin. Okay. 5.000 haben wir dafür bezahlt, aber mal schauen. Wir sind auf jeden Fall am reichsten. Ihr seht 16.000, 15.000, 14.000. Also, ja, wir können uns eine Menge leisten. 2%, das sind 10.000. Ja, und ich werde auch nicht mehr dafür ausgeben. Also wenn wir auf 10.000 kommen, dann klicke ich drauf. Sonst nicht. Das ist relativ irrelevant. Wenn es 5% wären, gut, dann würde ich eine Menge für ausgeben. Selbst bei 3 würde ich dann knapp mehr als was Blanche hat ausgeben. Aber so eigentlich nicht. Einfach mal warten. Und 10.000. So. Niemand wollte es nehmen. Ja. Hätte wahrscheinlich die alle pleite gemacht. Deshalb haben wir es einfach mal genommen. Oh, wir können auch Herdengröße nehmen. Herdengröße ist an sich auch ganz gut. Dem wollte ich auch noch die Verbindung hier nehmen. Schauen wir erstmal bei Daphne rein. Ja, da Anthony war derjenige. Ja, 87 ist relativ schlecht, würde ich sagen. Ja, nehmen wir einfach erstmal die Left-Verbindung. Dann können wir 20.000 ausgeben. Nee. 20.000, das kostet 25.000. Gut, das können wir uns dann eben nicht holen. Machen wir es einfach mal, ja, falls alles schief geht. Dann können wir für mittelmäßige Preise verkaufen. Ich hätte gern Herdengröße gehabt oder Schnelligkeit, aber müssen wir jetzt erstmal ohne auskommen. Ich meine, das ging ja ganz knapp noch gut. So, 1, 2, 3, 4, 5. Rechts ist der Preis ganz gut gerade, aber es wird wahrscheinlich sinken. Seht ihr hier jetzt die Verbindung? Da kann man quasi Gasrohre anschließen und damit den Preis in die Höhe treiben. Und jetzt wird es auch sehr viel strategischer als einfach nur Öl verkaufen. Jetzt muss man das Öl lagern und auf gute Preise warten und dann das Öl noch hinzukippen.
uns richtig gut zu machen. So, verbessern wir das. Dann verbessern wir die beiden. Und der Preis auf der linken Seite sinkt, aber wir brauchen halt ein bisschen Geld. Genau in solchen Fällen wird das dann eben nützlich. Setz mal zwei mehr hin, weil wir eben nicht die ganze Zeit gute Preise jetzt haben werden. Baue ich auch direkt ein Silo. Da passt gerade noch so eins dazwischen. Holt euch das Öl ab. Ich kann es nicht mal abschließen, ausmachen, wenn ich wollen würde. Komm schon, holt das Öl. Okay, ich muss die zumachen. Zumindest eine davon. So, kommt schon. Dann würde ich gerne schnellstmöglichst das Upgrade holen. Wir haben auch schon wieder was gefunden. So, Upgrade und dann sollte es jetzt wieder gehen. Gehen wir mal erstmal hier hin. Das Silo können wir auch zwischendurch mal verbessern. Es gibt auch noch so ein super Silo. Da kann man quasi zwei maximal verbesserte Silos miteinander verbinden. Aber das dauert auf jeden Fall noch. So, die Preise sind wirklich grottig. Eigentlich brauchen wir noch ein bisschen Geld, aber muss noch ein bisschen warten. So, können wir von hier aus weiterbauen? Ganz knapp nur. Danach sind wir pleite, wir können rechts verkaufen. Oh, da ist das Ölvorkommen. Das sieht gigantisch aus. Also wirklich unglaublich groß. Ich glaube, ich setze sogar vier hin. Da hat einer was gefunden. Irgendwo hier unten. Setzen wir mal ein paar Maulwürfe aus. Die finden ganz sicher was. So, ich weiß nicht, wie viele das waren. Auf jeden Fall eine Menge. Da ist was. Oh, das ist riesig. Das ist wirklich riesig, das Ölvorkommen. Das wird eine ganze Weile dauern. Der Preis ist rechts noch gut, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. So, wir haben ganz viel Gas, ja. Und da machen wir Folgendes. Hier, Moment, ich muss mal kurz gucken, wo endet das? Okay, das endet kurz darunter. Wir gehen jetzt hier hin. Machen so eine Verlängerung. Schließen das zu. Und dann verbinden wir die. Genau so. Okay. Und das führen wir dann nach links. Okay. Dazu sollten wir auch aufhören, für solche Preise zu verkaufen. Und dann können wir noch ein Silo. Ja, ganz knapp. Das ist aber wirklich Maximum. Ich glaube nicht, dass wir da noch mehr reinquetschen könnten. Unten gibt es auch noch eins. So. Das sieht so aus, als wäre da... Ah ne, das ist ein Diamant. Sehr schön. Damit haben wir zwei Diamanten. Komm schon, Maulwurf. Grab dich dorthin. Und jetzt können wir hier hin. Und dann dorthin. Und das machen wir erstmal noch zu. Beziehungsweise machen wir hier erstmal noch zu. Und dann warten wir, bis wir quasi das gesamte Öl rausgeholt haben. Ich glaube, es gibt auch kein weiteres Öl. Ich setze mal noch einen hin. Ich weiß nicht, wo die anderen hingegangen sind. Hab nicht ganz drauf geachtet. Oh, der hat noch irgendwas. Hier unten scheinbar. Ah, noch mehr Öl. Wir müssen ein bisschen was verkaufen. So, das reicht auch. Ich weiß, der Preis ist gut, aber wir werden eben noch bessere Preise haben. Kaufen wir doch ein bisschen mit 5 Pferden. Dann verbessern wir das auch mal. Dann holen wir uns eine ganze Menge Öl raus. 94, 93, 92, 91, 90. Okay, wieder runter. Wir wollen ja nicht für schreckliche Preise verkaufen. Hm. So.
So, hat er noch was gefunden? Sieht nicht so aus, als würde er da noch was finden. Nein, ich glaube nicht. Der haut gleich ab. Ja, da ist er weg. Wir brauchen definitiv mehr Pferde. Und langsam werden unsere Silos voll. Heißt, langsam müssen wir das starten. Oh, Mist. Ganz vergessen. Wir müssen die Rohre verbessern. Das erhöht quasi den Durchfluss an Gas. Und damit werden wir quasi das Gas schneller durch die Rohre leiten und schneller den Preis erhöhen. So. Okay, die Silos sind voll. Wir müssen das jetzt machen. Komm schon. So, das Gas fließt jetzt dorthin. Das erhöht den Preis. Das müssen wir verkaufen wie die Wilden. So, das erste Gasvorkommen ist gleich leer. Rechts wird es schwierig. Bitte, einmal schnell rüber. Okay, ich glaube, die schaffen es. Ganz knapp. Ja, okay. So, das zweite Gasvorkommen ist jetzt auch fast leer. Und der Preis steigt weiterhin. Wir machen wirklich hier massive Mengen an Geld gerade. Wir sind immer noch nicht fertig mit dem Ölfördern. Und gleich ist auch das dritte Gasvorkommen entleert. Der Preis ist einfach auf 3 Dollar gerade gestiegen. Leute, wir brauchen mehr bei der Ölbauplattform 2 bitte. Oh, das war knapp. So, ein Ölvorkommen ist jetzt leer. Dieses eine gigantische ist noch... Ja, ist noch ein bisschen was drin. Der Preis sinkt jetzt auf jeden Fall wieder, aber wir werden es noch nutzen, solange wir können. Kommt schon, Leute. Schafft das doch. Ich muss das jetzt extra runterfahren, damit sie es leeren können. So, jetzt können wir es wieder öffnen. Und damit läuft das auch weiter. Und der Preis sinkt, also stellen wir mal die zuvor ein. Und lassen die noch ein bisschen lagern. Okay, das ist wirklich nicht viel. Steigt der Preis irgendwo über 90 Cent? Ja, dankeschön. Wir verkaufen das da mal ganz schnell. Und das war's, glaube ich. Damit können wir es rückgängig machen. Ah, Mist. Wir haben ein klitzekleines bisschen Gas nicht bekommen. Und das war auch noch auf der Seite, wo wir das leicht verkaufen könnten. Ist natürlich schade. Damit kriegen wir auch einen 1000 Dollar Bonus weniger. Und wir machen weniger Geld dadurch, dass wir für eine kürzere Zeit nur das Gas verkaufen konnten. Das ist schade. Das ist schade, wirklich. Aber na gut, da können wir nichts dagegen tun. Wir haben auf jeden Fall 86.500 Dollar gemacht. Das ist wirklich eine gigantische Menge, ja. Und ihr seht, da dieser richtig steile Anstieg, da haben wir einfach ganz viel Öl verkauft mit dem ganzen Gas. 1,75 Dollar pro Fass, ja. Unser vorheriger Rekord lag bei, keine Ahnung, 1 Dollar und 13 oder so. Auf der linken Seite haben wir fast 2 Dollar pro Fass bekommen. Das ist wirklich... Puh, eine ganz große Menge. Also, ja, sehr stark auf jeden Fall. Diesmal haben wir sogar am meisten für die Wagen ausgegeben. Aber das ist auch nötig. Ich meine, das ist fast zweimal übergelaufen. Und da seht ihr zwei wirklich absurd große Ölvorkommen. Und dann einige kleinere Gasvorkommen. Eins haben wir leider verpasst, aber was kann man machen? So, dann schauen wir mal die Profite an. Und ja, unsere Konkurrenten sind auf jeden Fall besser geworden. Wir haben knapp das Dreifache von Blanche, was nicht ganz so viel ist, aber gut, was kann man machen? Jedenfalls holen wir uns jetzt auf jeden Fall
ein Upgrade. Ich glaube, wir holen eine Schnelligkeit. Vielleicht holen wir uns auch beides, aber erstmal Landauktion. So, Start. Okay, wir haben tatsächlich gar nicht so eine gute Zahl dann bekommen. Ich würde gerne dieses Stückchen Land hier haben. Oder auch nicht, dann nehmen wir das. Die werden es gleich mir wegnehmen, aber ja. Ich will das Stück Land hier haben. Ist aber auch wirklich ein sehr merkwürdiger Abfall. Wir haben einmal 54 und direkt darüber 19. Ach komm. Ich will wirklich nicht viel Geld für diese Länder ausgeben. Aber machen wir es einfach mal hier. Okay, die holen sich einige Upgrades. Blanche hat sich die Left-Ink-Verbindung geholt. Die haben alle fast noch gar keine Upgrades. Wir haben hier gefühlt schon fast alles. Die haben einfach fast gar nichts. So, Aktienauktion 3%. Ja, 15.000 mehr nicht. Und wir haben hier fast 80.000, mit denen wir hier herumstehen. Wenn sich Ricardo die holt, ist völlig irrelevant. Ich meine, das sind 3%. Das sind so viel wie Daisy. Wir haben 17%. Also bei 15.000 holen wir uns die. Sonst überlassen wir die einfach Ricardo. Okay, ich habe es noch ein bisschen herauszuhören wollen. Aber jetzt haben wir sie für 14.000 bekommen. Haben wir hier was Gutes? Ja, Anthony mit dem Diamanten. Ist jetzt zu spät. Oh, das wollen wir uns auf jeden Fall holen. 98 Cent. Das ist sehr schön. Right Ink Verbindung wäre gar nicht mal so schlecht. Timer 3 auch nicht. Wir holen uns aber auf jeden Fall erstmal Herdengröße 3. Jetzt müssten wir, ja, im Stall haben wir jetzt alles. Ich erinnere mich irgendwie, da war noch ein letztes Upgrade, wo es irgendwie Größe 2 oder so gab. Aber weiß nicht, wann das kommt. Wir können 27.000 noch ausgeben. Für beide reicht es nicht. Gut, ich werde jetzt hier auch kein Darlehen nehmen. Ist dann relativ irrelevant. Verbinden wir es weiterhin mit links erstmal. Und jetzt brauchen wir auch keinen Timer. Wir haben ja mehr Pferde und quasi sie sind schneller. Ansonsten war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir haben heute 2 Diamanten gefunden, was sehr schön ist. Bis zum nächsten Mal und tschüss.